Hallo meine Freunde Rebellen, und das sind in dem Fall hoffentlich nicht so viele, weil wir gerade auf Seite des Imperiums spielen. Und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Empire at War. Ich bin der Drachenbursch und grüße heute nämlich Paco, außerdem Jonathan, ich grüße Wuffy. Wow. Das ist, wie ihr richtig vermutet, ein Hund. Und zu guter Letzt grüße ich dann auch noch den Abdullah. Unser Einfluss auf dieses System darf unter keinen Umständen gefährdet werden. Sucht und vernichtet jeden Eindringling in unserem System. Sind das viele X-Wings? Alter, haben die X-Wing-Geschwader, aber die X-Wings sind nicht so gefährlich für uns. Ihr seht, die machen wir ganz gut platt hier. Da können sie zwar rumballern, so viel sie wollen, aber unsere Schiffe halten mehr aus. Das ist ja ein reines X-Wing-Geschwader, was die uns hier entgegengesetzt haben, oder? Ja gut, hier unten sind noch zwei koreanische, aber naja. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Weil die können die X-Wings nämlich als einzelne Einheiten bauen, die Gegner. Also es ist nicht so wie wir. Wir können ja keine einzelnen Flieger bauen, wir können ja nur die großen bauen, wo dann TIE Fighter rauskommen. Oh shit, die haben da oben noch mehr. Huiuiuiui. Aber ich würde sagen, wir bleiben einfach hier, versuchen auf der Stelle zu bleiben und uns da zu verteidigen. Und sie nicht so zu verfolgen. Ne, ihr macht mal das Fliegen aus, ihr kommt mal alle schön auf einen Punkt bleiben, dass sie uns angreifen müssen. Weil wenn sie uns angreifen müssen, dann müssen sie zu uns kommen und dann können wir sie schön weghauen. Eigentlich müssen wir gar nichts machen, außer warten, dass wir die Schlacht gewinnen. Weil mit ihren X-Wings können sie uns halt nicht wirklich gefährlich werden. Wenn sie jetzt noch viele Y-Wings dabei hätten, wäre es was anderes, aber so. Vor allem, wir haben ja auch noch Verstärkung, theoretisch. Eine Sache ist uns draufgegangen. Eine ist schon draufgegangen, echt? Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber anscheinend. Eine koreanische hat hier das Zeichen hier gesehen. Da können wir uns mal ein bisschen so die Schlacht in dem Modus hier anschauen. Das sieht doch mal cool aus, oder? Die epischen Raumschlachten hier. X-Wings gegen kleinere Sternzerstörer. Das wird auch schon wieder eine vernichtende Niederlage fürs Imperium. Und ich glaube, auch die Schlacht, wenn ich sie gespielt hätte, wir hätten sie verloren. Bin ich mir sogar relativ sicher, dass wir die Schlacht verloren hätten, wenn ich sie normal gespielt hätte. Aber die ziehen sich auch nicht zurück, die Rebellen. Das muss man ihnen lassen. Die kämpfen bis zum letzten Mann. Unsere Schiffe sind echt fast noch bei 100% Lebensenergie. Echt krass. Und sie wagen einen weiteren Angriff, einen weiteren großen. Sollen sie es versuchen? Damit kommen wir klar. Diese Kamera hier zeigt manchmal nicht so ganz die spannenden Sachen. Ach, da haben sie auch noch ein paar von denen. Sie haben ja deutlich mehr Armee gehabt als wir. Also, habt ihr ja gesehen, wo sie uns angegriffen haben. Bei diesem Angriffsbildschirm hat man es ja gesehen. Die hatten deutlich mehr Einheiten als wir. Aber wir haben hier natürlich jetzt auch schon einiges zerstört hier. Unsere Schilde halten momentan aber noch. Oh, jetzt wird's übel. Da wird unser Erster gleich mal Schaden nehmen, ein bisschen. Ja, wir sollten mal hier ein bisschen auf die da feuern, auf diese koreanischen hier, oder? Machen wir die dreimal kaputt, weil ich glaube, die sind die größere Gefahr. Die können uns mehr Schaden machen als die X-Wings. Na, er versucht da zu fliehen hier, wird nicht geflohen. Oder sie haben nur versucht umzudrehen, ich bin mir nicht ganz sicher. Das maximale Wirkungsfeuer will ich jetzt nicht raushauen, weil wir unbedingt unsere Schilder brauchen gegen die ganzen Gegner. Also richtig effektiv sind wir auch nicht gegen die Dinger, obwohl sie sind sogar schwach gegen uns. Na, umso besser. Und gegen was seid ihr schwach? Naja, gegen die sind sie schwach. Das heißt, wir haben eigentlich genau die Sachen, die wir brauchen, um sie zu besiegen. Mist. Naja, gut. Er ist ein bisschen mitgenommen schon, aber wird wohl auch überleben, denke ich. Wenn wir die hier noch zerstört haben. Ich weiß nicht, wie viel Verstärkung sie noch haben. Ich denke mal, ein bisschen Verstärkung werden sie noch irgendwo aufgebaut haben. Aber irgendwann haben sie auch keine Verstärkung mehr. Schade, ich glaube, ich mache mal auch schneller die Schlacht, weil sonst dauert das mir hier zu lange. Weil die Schlacht werden wir gewinnen, das ist nur eine Frage der Zeit. Auch wenn der hier gerade ein bisschen am draufgehen ist, aber das ist überhaupt kein Problem. Zum ersten Mal, dass ich die in Schnellfunktion mache, oder? So, alles drauf halt, was wir haben. Jetzt kommen auch schon die letzten, glaube ich, langsam. So, dann machen wir wieder normale Geschwindigkeit. Ich glaube, es ist ruhig. Ich glaube, wir haben gewonnen. Kreuzer online. Okay, der eine hat nicht mehr viel Lebensenergie gehabt, der hier. Ja, doch, einen haben wir dann doch noch verloren. Schon unterwegs. Holen wir uns noch ein paar. Holen wir uns noch zwei als Verstärkung, die sind auch immer gut. Bereit. Und dann schauen wir mal, wo sich die Rebellen noch versteckt haben, die letzten. Oh, ein bisschen schneller hier nochmal. Wie gesagt, sonst sind wir hier ewig unterwegs. Ja, ein paar haben wir verloren tatsächlich, aber im Vergleich zu dem, was die Rebellen verloren haben. Sind wir da, glaube ich, ganz gut gefahren gerade. Da sind sie. Da ist der Letzte.
In der Ecke hat er sich verkrochen, der gemeine Hundling. Ich hoffe zumindest, dass der letzte ist. Wäre blöd, wenn es davon noch mehr gibt. Da kommen unsere Torpedos auch schon an. Die werden ihn zerstören, hoffe ich. Ja, noch nicht ganz. Ja, alle auf den drauf feuern. Alles drauf, was wir haben. Der versucht uns natürlich noch ein bisschen zu ärgern, aber das wird er nicht mehr schaffen. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Ja, wenn es so weiterläuft, dann ist natürlich gut. 53 X-Wing-Geschwader haben wir zerlegt. 53 X. Alter, das muss ja ihre... Konstruktion abgeschlossen. Das muss ja ihre Hauptarmee eigentlich gewesen sein hier, diese, die wir da gerade zerstört haben. Krass. Krass, krass, krass. So, ich glaube, jetzt haben wir hier aber genügend, um mal Endor anzugreifen, oder? System erobert. Ach so, da ist nicht mal jemand. Boah. So, gehe ich ja volles Risiko, um Endor einzunehmen, und dann ist da noch nicht mal jemand. Muss ich noch nicht mal was machen hier. Aufbau beginnt. Aufbau hat begonnen. Echt, da ist niemand auf Endor gewesen. Ist doch eigentlich ein kampfentscheidender Planet in Star Wars. Das wundert mich jetzt. Da hätte ich jetzt erwartet, dass da abgeschlossen. Mehr sind. So, die fliegen wir mal am besten schnell von einer Ecke zur anderen. Wobei, wir können eigentlich direkt Sallust angreifen, oder? Ich glaube, wir sollten Sallust angreifen. Weil Sallust, da nerven sie mich langsam hier. Das greifen sie mir zu oft an. Wir müssen unbedingt auch wieder ein paar Konstruktion abgeschlossen. Flieger Aufbau bauen. Hat begonnen. Und unsere Station hier begonnen. Auf Maximum hochpushen. Momentan haben wir 63.000, aber die können auch schnell wieder weg sein, glaubt mir. Die können ganz schnell wieder weg sein. So, dann bauen wir hier mal unsere Verteidigung auf, aus. Konstruktion abgeschlossen. Fahrzeug wird produziert. Fahrzeug wird produziert. Ein paar sind ja dann leider doch mal draufgegangen ab und zu. So, dann ziehen wir mal. Ah, die können so, ach, die können sogar darüber, aber die greifen. Konstruktion abgeschlossen. Die wollen unbedingt wieder Sallust zurückhaben, die Rebellen. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Viel zu leicht. Es ist so schön, dass die so berechenbar sind manchmal, die Rebellen. Wie viel haben wir denn hier an Einheiten? 5-2-2, ne, das reicht mir nicht. Da brauchen wir mehr. Da brauchen wir leider noch etwas mehr, um hier wirklich was reißen zu können. Bauen wir es am besten mal hier auf Coruscant. Einheit wird produziert. Bisschen Einheiten zusammenziehen. Wir können ja momentan. Können ja momentan echt viele Einheiten bauen. Ja, ist echt krass, dass wir momentan hier bauen können an Einheiten. Anwerbung läuft. Sei. Truppen werden angeworben. Ach, da hätten wir noch was hinbauen sollen, vielleicht. Auf Ende, melde oder? Mich wie befohlen. Wie viele Bauplätze haben wir noch? Einen haben wir da noch. Melde mich wie befohlen. Komm, hauen wir mal eine von denen weg. Rekrutierung und abgebrochen. Bauen da noch. Sollen wir einen Commander? Ach, das brauchen wir eigentlich nicht, oder? Melde mich wie befohlen. Haben wir da noch eine Mine hin, damit wir auch wirklich genügend haben? Kreuzer online. So, unsere Kreuzerarmee steigt langsam auch hier. Da können wir bald drei Kreuzer machen. Verstehe ich ja nicht Kreuzer machen, sondern Kreuzer machen. Hm. Nicht so lustig, ich weiß schon. Kreuzer hier. Genau, hier. Tarnkreuzer hier. Das ist unsere neue Armee. So, ihr kommt gleich. Positionsänderung. Ihr kommt gleich hier rüber. Bereit. Um unsere Armee hier zu verstärken, aber. Ja, gut, die Rebellen habt ihr ja gesehen. Wobei, Coruscant will ich nicht ungeschützt lassen. Coruscant brauche ich. Bereit. Wie schaut's hier aus? Hier wird schon fleißig gebaut. Das ist gut. Hier sind mittlerweile auch schon ein paar angeworben worden. 1, 2, 3 kommen da noch hinzu. Dann nehmen wir die drei weg. Die drei weg hier, damit wir zumindest 5 haben. Da überall. So. Hier kommt mit denen zusammen hier. Was wird hier noch gebaut? Dann nehmen wir einmal Bodentruppen weg. Ja, das ist alles ein Strategiespiel hier, das aufzubauen. Dann nehmen wir 2 weg. Und nehmen nochmal 2 weg, weil noch 2 gebaut werden. So, Vader holen wir auch gleich mal schon das hierher. Ist das System. Die Gebe kommen auch noch gleich hierher. Wie schaut's hier aus? Ach komm, die lassen wir können wir auch da lassen. Coruscant würde ich die ganze Zeit voll bewacht lassen. Coruscant dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Dafür ist Coruscant einfach zu wichtig. So, jetzt haben wir aber alles hier da, was ich an der Armee hier rüber schaffen wollte, oder? Ach, da oben ist noch einer. Da haben wir noch was. Was machst du hier eigentlich so einsam und allein? Nehmen wir die auch noch mit. Bereit. Und dann, schon unterwegs. Dann reicht's auf jeden Fall. Bereit. Dann kann ich mir nichts vorstellen, was sie uns da entgegenwerfen können, womit sie uns noch irgendwie aufhalten können. Bereit. Naja, das sollte ziemlich eindeutig werden mit der Armee hier. Da rammen wir sie auf jeden Fall in den Boden. Ich bin froh, dass wir die Rebellenangriffe überstanden haben. Ich würde sie ja gerne teilweise auch automatisch machen, die Schlachten, aber ihr seht. Also ihr habt es nicht gesehen, aber. Ihr würdet es sehen, die Schlachten verliert man, wenn man sie leider normal macht, gerne mal. Gerade wenn man gegen 57 X-Wings kämpfen muss.
So. Wie der Imperator befehlt. Keine Verstärkung mehr. Schon unterwegs. So, zwei von denen. Wenn wir ihre Bodenstation in der Gegend beseitigen, würde uns das bei der Vertreibung der Rebellen sehr helfen. Kümmert euch darum. Alles klar. Was bist du hier? Achso, du bist der Commander, der hier mir angezeigt wird. Das Gerede sparen. Ja, die verkriegen sich gleich da drinnen. Nicht mit uns. Dann verkriegt euch da nicht da drinnen. Oder doch, doch, ihr kommt wieder. Könnt ihr gerne machen, könnt ihr gerne machen. Wenn ihr euch traut. So, Raider kann gleich mal den Panzer hier in die Luft jagen. Aua. Gemeinheit. Glaube, hier werden sie wahrscheinlich auch ganz gerne mal noch irgendwelche Sachen machen hier. Oh, da sind auch noch was von den Gegnern. Konstruktion abgeschlossen. Oh, jetzt kommt gleich ein richtig dicker Angriff wieder. Ah, das dauert ein bisschen, bis das Ding kaputt ist. Okay, dann gehen wir erst. Raider, du hast gerade wieder deine Fähigkeit, haben wir die zwei Panzer weg. So, die sind kaputt. Uiuiuiui, die hauen uns hier aber gleich einiges entgegen. Die verstehen hier echt keinen Spaß. Ich geh mal auf die Dinger noch. Na. Ja, was sie hier auch gleich alles ankommen. Drei Panzer auf einmal. Aber es hackt bei euch. Wie schaut's hier aus? Die machen wir schnell kaputt. Das geht ganz schnell hier. Oh, da kommen noch mehr Panzer. Langsam wird's unangenehm. Die Bomber sind aber gleich bereit. Die könnte ich theoretisch raushauen. So. Okay, der hat momentan noch relativ gute Lebensenergie, aber wir holen hier trotzdem noch ein bisschen. Ey, das ist so krass. Drei auf einmal, wirklich. Nein, da oben drauf, bitte. Weil dann müssen wir nach dem Kampf auf jeden Fall reparieren. So. Verdammt. So, jetzt nur noch gegen die. Da sind noch mehr Raketen kommen. Jetzt sag mal, was haben denn die hier alles auf Salles? Ist ja übel. Wahrscheinlich haben sie irgendwie. Die haben wahrscheinlich Fabriken und können immer neue produzieren. Das ist so meine größte Sorge. Dann müssen wir sie schneller besiegen, als sie neue produzieren können. Oh ne, da kommt schon wieder mehr da unten, oder? Nein! Das gibt's doch nicht! Raider macht den Panzer noch schnell kaputt. Ah, Mist, ey. Kann doch nicht wahr sein hier. Meine schöne ATST ist hier zerlegen. Frechheit. So. Ich glaube, die Fahrzeuge sind hier echt gefährlich, oder? Machen wir mal ein Fahrzeug. Ein Fahrzeugabwehrgeschütz hin. Raider kommt zurück. Nicht alleine. Alleine ist doof, Raider. Ihr könnt euch das Gerede sparen. Oh. Macht euch bereit, eurem Schicksal gegenüber zu treten. Gebe Deckungsfeuer. Bereit machen. So, jetzt nochmal da drauf. Gebt euren so, jetzt haben wir zumindest mal kurz ein bisschen Ruhe. Ich muss Raider. Auch wenn ich das nicht gerne mache, aber ich muss Raider heilen. Weil ohne Raider sind wir ganz abgeschmissen. Aber es ist kurz mal ruhig geworden, seht ihr? Lasst mich nicht da dampft noch unser ATST, den es da zerlegt hat. Ärgerlich. Ärgerlich, dass ihn zerlegt hat. Er hat echt mal kurze Ruhe. Aber die kommen bestimmt gleich wieder. Das Gute ist, wir haben jetzt ja den Luftschlag bereit. Den werden wir natürlich bei nächster Gelegenheit einsetzen. Dann mal los. Ach, ich dachte schon, die greifen uns wieder an. Was denn hier Schönes? Los, weiter. Da sind auf jeden Fall Gegner da unten. Planeten niemals verlassen. Scheint aber neutral zu sein momentan, das Ding. Sie werden dauerhaften Schaden nehmen. Jetzt langweilt mich nicht. Es gibt kein Entkommen. Na gut. Die können wir jetzt fertig machen. So, weil dann mach die mal schnell kaputt hier. Oh, oh, auf die da hinten. Nicht schon wieder unsere Truppen von hinten angreifen, ey. Die sind so gemein da vorne. Ey, sah, ich hab doch die doch angedrückt. Ja, dann drückt sie nicht an, dann greift sie halt nicht an. Dann lasst euch alle kaputt machen, geht auch. Wir folgen euch. So, nehmen wir mal das Ding hier ein. Was es auch immer bringt. Wir nehmen es uns. Na, komm. Jetzt gehört es schon mal uns, oder schon mal gut. Okay. Oh, da kommt was raus. Oh, der gehört uns. Nice. Kostbare Fahrzeuge, finde ich gut. Was? Noch einer. Ihr habt was gefunden? Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. So, was bist du? Ah, verdammt. Die werden jetzt versuchen, ich da oben. Bin dein Schicksal. Sumpfgleiter hier. Nehmen wir mal die Sumpfgleiter und. Feuer. Was sind die effektiv? Och! Gegen euch sind die effektiv, ja, umso besser.
Aber die sind anscheinend nicht so effektiv. Na gut, kann sich der Sumpfgleiter mit denen rumärgern. Ja, Commander. Oder wir lassen die Sumpfgleiter da als Verteidigung zurück. Gar nicht so blöd eigentlich. Wie lautet eure Anweisung? Und gehen mal hier weiter nach unten. Ja. Was ist? Da ist auf jeden Fall wieder was Schönes. War, glaube ich, ein Fahrzeuggeschütz, oder? Die sehen sich auch echt ähnlich, ja. Infanterie, ein Bodengeschütz, meinte ich. Infanterieabwehr. Du wehrst gleich gar nichts mehr ab. Sie werden sich uns anschließen oder sterben. Hat sich's ausgeabwehrt. Ja. Geschützturm wird gebaut. Auf jeden Fall sollten wir immer unseren Rücken hier decken. Was sind denn die ganz? Ich glaube, die haben sich wieder zurückgezogen. Ihr könnt euch das Gerede sparen. So. Was nun? Da scheint nichts zu sein. Ich glaube, wir sind hier so ein bisschen falsch gelaufen. Alarmiert alle Kommandeure. Das alles sieht aber auch immer sehr einladend aus. Hier bauen wir nochmal einen Schützturm hin. Na gut. Die machen. Oh, einer ist schon draufgegangen. Na egal. Sie haben trotzdem einen ganz guten Job gemacht. Hier kommt keine mehr raus. Schade, ich dachte, ich krieg noch mehr Fahrzeugfabriken. Ich bin bereit. Das wäre natürlich schön gewesen. Oh, hallo, meine Freunde. Wader, einmal hochheben, bitte. Nee, geheilt wird nicht. Hier heilt sich niemand mehr. Macht euch bereit zum Sterben. Ich bin, glaube ich, echt komplett falsch gelaufen. Die sind bestimmt da oben, ja klar, in dem größten Gebiet. Es wird geschehen. Jawohl. Hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können, dass jetzt die da oben sind. Lernen, was Leiden wirklich heißt. Na. Zerlegt ihn doch. Ihr folgt mir. Ja, wir haben noch nicht so viele Verluste gemacht. Deckung für meinen Anflug. Momentan machen wir hier noch eine ganz gute Aktion. Oh, da hat es gerade wie ich erwischt. Raider angreifen, genau. Das ist echt praktisch, dass Raider die Dinger mal ausschalten kann, sodass sie keine mehr von uns besiegen können. Da ist gerade eine Truppe draufgegangen. Lasst mich nicht im Stich. Das ist halt auch, wir kriegen nicht mehr Einheiten, das heißt, wir müssen das Ding da unten auf jeden Fall verteidigen. So, euch stellen wir gleich mal dahin. Oh, da ist schon ein Gebäude. Sieht aus wie eine Fabrik oder sowas. Das heißt, nee, ist eine Offiziersakademie. Okay, damit können sie Offiziere bauen, aber ich glaube, wir sind hier richtig auf jeden Fall. Vielleicht ist da oben noch was, das könnte ich mir vorstellen. Mal schauen. Das sind nur normale Einheiten, die ignorieren wir mal kurz. Da kommt natürlich jetzt auch wieder Wiche raus, richtig? Ja, kommt doch her, kommt doch her. Unterstützungsbefehl bestätigt. Macht sie kaputt. Ah, da ist noch eins. Sollen wir da mal was... Ach, komm mal. Hauen wir gleich mal das Bombardement darauf, dann müssen wir uns um das nicht kümmern. Und gehen dann gleich auf den Panzer. Unterstützungsfeuer bereit. Na gut. Gebt euren Kurs ein, wie ihr wünscht. Das haben sie schon für uns erledigt. Das ist euer Ende. Wir haben die Basis gefunden. Na dann, volles Wirkungsfeuer auf die Basis. Alles, was wir haben. Oder? Ich glaube, er hat es richtig anvisiert. Nein, hat nicht richtig anvisiert. Jetzt volles Wirkungsfeuer. Schön, Basis zerstört. Jetzt werden sie natürlich noch ein paar letzte Einheiten raushauen, aber das wird ihnen auch nicht mehr viel helfen. Das wird euer Grab. Wader, lass mal da eben noch gerade noch einen Panzer zerstören. Ihr verdammt. Zu viel voraus. Ja, vielleicht haben sie noch... die haben noch mehr. Aber nicht mehr lange. Wir haben echt viele Gebäude hier gehabt. Das dauert echt ein bisschen, bis man da alles zerstört hat immer. Und wir suchen natürlich auch die Planeten möglichst zu halten, damit ich sie nicht mehrfach einnehmen muss. Ja, ich glaube, sie sind auch gleich komplett zerstört. Sie haben wirklich gleich einen dauerhaften Schaden und... Sehr gut. Ach, da kommen noch ein paar raus. Ja, das dürfen jetzt aber dann wirklich so langsam die letzten sein. Da oben ist noch was. Ja, das ist bloß ein Geschütz. Versuchen zu fliehen. Nicht mit uns. Hab gerade die von unten geholt, diese schnellen Fahrzeuge. Die dürfen sich dann um die kümmern. Die sollten jetzt gleich von vorne uns entgegenkommen. Hier auf Sallust. Ja. Ah, wirklich. Nein, geh auf die da. Ich wollte nur nicht das Geschütz noch Leute von uns im letzten... Ich wollte nicht, dass in letzter Sekunde noch Leute von uns draufgehen. Ja, auf die sollt ihr doch gehen. Auf die da unten. Die wollen die Fabrik einnehmen. Und dann noch sich in letzter Sekunde... Ne, die wollen die Fabrik kaputt machen? Hä? Ich dachte, die können die auch einnehmen. Anscheinend nicht. So, jagt sie. Na, endlich. Oh, auf jeden Fall wieder eine Übelschlacht hier auf Sallust. Immerhin kriegen wir 1700... Ja, jetzt brauche ich das Bomben. Ein AT-ST. Na, das. System erobert.
Das ist doch verschmerzbar. Sehr schön. Salas gehört uns. Aufbau beginnt. Tippe mal, Aufbau, die werden aber Salas uns nicht lange lassen. Könnt mir vorstellen, dass die Rebellen versuchen werden, alles dafür zu geben, Salas gleich wieder zurückzuholen. Aber gut, wir haben hier so eine dicke Flotte im All, dass sie da eigentlich nicht viel machen können. Wir lassen den Commander da unten, wir lassen teilen unsere Armee mal ein bisschen auf. Abgeschlossen. Und lassen mal einen Teil von unserer Armee auf jeden Fall hier unten. So. 182, das heißt, wir könnten noch mal ein paar Flugzeuge bauen. Konstruktion abgeschlossen. Dann bauen wir noch mal gerade hier Konstruktion abgeschlossen. Unsere zweite Einheit wird produziert. Melde mich wie befohlen. Unsere zweite Luftflotte ein bisschen aus. Ich wollte gerade gucken, ob wir noch irgendwo unsere Stationen verbessern können. Aufbau, da können wir noch eine verbessern. Und dann sollten wir auf Sallust. Ja, ist noch nicht fertig gebaut. Einheit wird produziert. Dann bauen wir hier auf jeden Fall auch noch mal ordentlich Truppen hier überall. Wie gesagt, wir haben es ja momentan. Das ist so krass, was man hier immer alles anwerben kann. Habe ich da unten noch nichts gebaut auf dem Planeten? Oder ist da, ups, oder ist da noch so viel Platz? Ah, da ist ein Platz noch da. Melde mich wie befohlen. Dann bauen wir da noch eine Kaserne hin. Wird errichtet. Fahrzeug wird produziert. So, jetzt schaut es auf jeden Fall sehr gut aus. Wir haben viele Einheiten. Wir haben zwei fette Armeen, mittlerweile zwei fette Flugarmeen. Haben wir hier nicht mehrere Commander oder haben wir hier nur einen Flugcommander? Ich glaube, mich wie befohlen. Haben wir nicht noch irgendwo einen Flugcommander gehabt? Weil eigentlich habe ich die schon ganz gerne, diese Flugcommander. Da haben wir noch einen Flugcommander. Konstruktion abgeschlossen. Okay, da haben wir sogar einen Flugcommander. Ja, das passt eigentlich. Warum ist da noch ein verdammter... Achso, Konstruktion deswegen ist da noch einer. Hm, verstehe. Melde mich wie befohlen. Na, das schaut doch gut aus. Online. Das schaut doch sehr gut aus hier alles. Speichern wir nochmal kurz. Schaut, die Rebellen sich nochmal was einfallen lassen hier. Ich weiß es nicht. Ansonsten rücken wir vorne noch bis... Rücken wir bis nach da vorne vor. Ich glaube, ich lasse meine fette Flugarmee. Ah, das ist gut, da kann man. Okay, der ist auf jeden Fall zentral, der Planet hier. Ich glaube, kann man von dem da. Das muss ich mal kurz ausprobieren. Kann man von dem hier rüber fliegen? Ja, kann man. Das heißt, man könnte auch von dem den angreifen. Aber ich glaube, meine Flugarmee lasse ich. Die größte meiner Flugarmee lasse ich trotzdem da, oder? Jawohl. Acht. Eigentlich reichen fünf locker. Melde mich wie befohlen. Eigentlich müssten fünf locker reichen, um den Planeten zu halten hier. Nehmen wir mal da noch sieben mit. Weil die meistens. Bereit. Weil meistens ja mit X-Wings angreifen, das heißt, die X-Wings sind eigentlich die größere Gefahr und die können wir ja mit denen besser besiegen. Kreuzer online! Das ist jetzt gerade ein bisschen Mikromanagement hier. Okay, dann ziehen wir doch mal einen Teil unserer Armee ab. Und zwar den Teil ziehen wir hier nach Coruscant rüber. Und werden dann von Coruscant aus unseren nächsten Angriff auf Konstruktion abgeschlossen leiten. Genau, die ziehen wir auch. Die ziehen wir auch nach Coruscant. Unsere fette Luftarmee. Und sammeln hier unsere Luftarmee für den großen Angriff, für den nächsten. Haben wir nicht noch einen Boden? Ach, brauchen wir nicht. Rekrutierung läuft. Ein paar Rekrutierungsleute noch hier. Bereit. Krass. Melde mich wie befohlen. Auch schon wieder fünf auf der Seite hier. Das ist der Wahnsinn, was man sich hier wieder für eine Armee zusammenbauen kann. Können wir uns hier eigentlich noch was bauen? Nee, momentan nicht. Aber Salas muss auf jeden Fall geschützt bleiben, weil Salas da greifen sie, glaube ich, sehr gerne an. Na komm, die lassen wir hier auch. Das ist mir alles... Das ist mir hier alles zu gefährlich. Ja, doch, das sollte auf jeden Fall als Verteidigung ausreichen. Das nehmen sie mir nicht weg. Wo sag ich Vader? Vader ist, glaube ich, noch hier auf Salas gewesen, oder? Ja, Vader ist noch bei der Luftflotte. Dann holen wir mal Vader und schicken Vader auch zu unserer Luftflotte da drüben über Coruscant. Und werden dann Biss angreifen. Im nächsten Part ist dann wahrscheinlich eine wunderbare Zeit. Und möge die Macht mit euch sein. Servus. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.